Immer mit der Ruhe, ja? Komm, Pippo, es. Wir können darüber reden. Wir können verhandeln, okay? Sie und ich. Du willst einen Deal? Bla, bla. Alles klar. Gib mir Reed und ich blase dir nicht das Hirn weg. Aguanta, aguanta. Ich weiß nicht, wo er ist, okay? Reed macht alles über Mittelsmänner. Was ist mit diesen Leuten? Wo kommen die her? Reed holt sie aus 5 oder 6 Dörfern. Ortern, denen die Verhöre dauern immer so lang. Dass jemand Fragen stellt. Als sie die Simple. Und das Kartell? Sind die beteiligt? No, no. Wir behalten alles für uns. Sueño würde jeden von uns zu El Pozolero schicken, wenn er das wüsste. Ich will eine Liste dieser Dörfer. Sofort. Danke, Is. Okay? Ja, meinetwegen. Aber die haben sie nicht von mir. Da claro. Ja, die habe ich im Müll gefunden. In deinem Müll. So, nächste Mission. Plan nicht. Leichenbestatter, die sind da. Da bis da. Austin Reed. Sind wir zu nah dran? Nee, geht. Wir haben den Gut. Ort und den Code, um Reed wir müssen zusammenbleiben. Stellen wir dem Hurensohn eine Falle. Nein, müssen wir nicht. Du hättest mich fahren lassen sollen. Nein, hätte ich nicht. Bowman, Sie hatten recht mit Reed. Dieses Arschloch betreibt Menschenhandel direkt vor Swenios Nase. Hervorragend. Damit haben wir Reed endlich bei den Eiern. Bleiben Sie an der Sache dran, Norman. Bin gespannt, was Sie finden. Was ist mit dem Netz für Kokainschmuggel? Gehen Sie dem ruhig auch nach. Reed ist an beiden beteiligt. Mit etwas Glück schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Verstanden. Norman, Ende. Wir erreichen jetzt das Flugfeld. Ich sehe mehrere Feinde, die es bewachen. Macht euch kampfbereit. Hervorragende Arbeit in Kuan. Reeds Tod hat das ganze Netzwerk lahmgelegt. Laber nicht, Alte, laber nicht. Was ist mit der Landroute? Die Daten aus dem Truckdepot ermöglichen es uns, die gesamte Operation von vorn bis hinten zu erfassen. Sobald wir alles haben, wenden wir uns an die Strafverfolgungsbehörden und koordinieren Apparatien. Das wird ein Desaster für das Kartell. Für die Einheimischen auch. Santa Blanca gibt durch die Transporte vielen Menschen Arbeit. Ist nicht mein Bier. Wenn Sie Leuten Arbeit geben wollen, gehen Sie zur Entwicklungshilfe. Ich denke drüber nach. Nomad Ende. Mit dem Laptop können wir die Code an Reed schicken. Dam-di-dim-di-dim. Ich gebe die Codes jetzt ein. Reed sollte das Signal empfangen. Er taucht dann zügig hier auf, bereitet den Hinterhalt vor. Ist das ein Lama? Da war ein Lama unten links in der Ecke. Umgelegt. Begleitfahrzeug zerstört. Alles klar bei uns. Der Truck ist hin. Ob noch was übrig geblieben ist? So, perfekt. Tango erledigt. Informieren wir Bauch. So, und dann... Leichenbestatter, die werden direkt da vorne. Das Truckdepot ist da hinten. Da ungefähr, glaube ich. Der Konvoi ist... auch da, was hat dieser Heli denn für eine Bewaffnung? Oh, keine gute. Dann machen wir die Leichenbestatter. Ist der hier bis da? Boston Reed ist nicht mehr auf dem Spielfeld. Gut, den Menschenhandel hatten wir nicht auf dem Schirm. Das ist hier schon lange ein... Fühl mich wie ein Arschloch. Natürlich macht sich in Santa Blanca jemand die Hände damit schmutzig. Ich fühle mich wie ein Arschloch. Wir haben Reed gestoppt und ein paar Unschuldige befreit. Das ist ein guter Tag. Könnte schlechter sein. Moment, Ende. Wir machen es wieder wie immer. Also wie beim letzten Mal auch, meine ich damit. Gehen zuerst da hinten die ausschalten. Und dann kommen wir zurück und verfolgen ihn. Im Koop kann man das schön zweigeteilt machen, aber... Kameraden sind ja nur sehr mäßige Koop-Partner. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären.
Scharfschütze am Tor. Da ist noch einer. Macht 10. So. Ich glaube, da fehlt noch einer, aber was soll's. Ich sehe niemanden. Dicht beim Lagereingang. Gehen wir hier ausnahmsweise mal hier von hier aus rein. Geh in Position. Geh auf neue Position. Ziel markiert. Gezeichnet. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Tango getroffen. Das war knapp. So. Kopfschuss. Ach, da ist er. Genau auf, wo ihr ihn schießt. Okay, alles ist gut. Also, Simultanschuss. Machen wir hier. Ich hab das Ziel. Guten Tag. Also nicht so gut für euch. Locker bleiben. Hier, hier, dann Vogel, aufpassen. Der Versorgungstruck haut ab. Ist mir egal. Ich bin jetzt nicht hier, um Ressourcen zu sammeln. Jo, das ging doch recht gut. Schade, dass man sich keine Tierstufen kaufen kann. Aber andererseits wäre dann auch der Aufnäher oder was auch immer man dann bekommt, wäre nichts wert. Seid ihr lieb oder seid ihr böse? Ihr seid lieb. Gut. Habt die Rebellen gebeten, die Gegend für... Ich sehe Carlos. Der Typ da ist nicht dein Ernst. Meine 12-jährige Tochter könnte den Typen verprügeln. Verschrecken wir nicht. Wir halten uns zurück und lassen uns zu seinem Bruder führen. Ich wollte mich mal in dem Kofferraum verstecken und so, dass er mich einfach mitnimmt. Aber es ging nicht, er ist dann einfach in ein anderes Auto eingestiegen. Aber später habe ich dann mal festgestellt, dass es eigentlich auch ganz gut war. Denn die NPCs, die können einen auch im Kofferraum sehen. Die laufen am Auto vorbei und wissen, du bist da drin. Die laufen vorne vorbei und wissen, du bist da drin. Das ist ein bisschen, ja, unfair. Und im Rahmen des Universums auch unrealistisch. Wenn man kann sich in Büschen verstecken. Wenn da ein Gegner nah vorbei läuft, entdeckt er einen auch. Aber das ist immerhin in der Hinsicht realistisch. Aber im Kofferraum sieht mich doch keiner. Okay, los geht's. Ist das Hernando? Denke schon. Diese Typen sind die beschissenen Leichenbestatter, vor denen die Einwohner Schiss haben. Und jetzt? Wir schnappen Hernando und fragen ihn, wo sich Reed versteckt. Guten Tag, Hernando. Er ist jetzt nur im Weg. Wir brauchen nur Hernando. Verstanden. Was zur Hölle? Wer zum Teufel sind Sie? Wo ist Reed? Wer?
Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Verarsch mich nicht, Mann. Entweder du sagst mir, wo Reed steckt, oder El Sueño erfährt alles über deinen kleinen Menschenhändlerring. Wenn man so spielt wie wir, ist es ein bisschen komisch, ne? Erst töten wir Reed und dann fragen wir Leute, wo Reed ist. Ich würde das als Notfall einstufen. Du nicht auch? Da ist dieser Code. Ich gebe ihn in den Laptop an der Landebahn ein. Sobald Reed das Signal empfängt, kommt er zum Flugfeld. Das war's. Gib mir den Code, dann sag mir, wo diese Landebahn ist. So. Dann kriegen wir den Konvoi von hier aus. Ja, geil. Wir haben von einer großen Kokainlieferung für Brasilien erfahren. Sorgen Sie dafür, dass der Konvoi ein Fahrzeug bestellt. So, und diesmal passe ich auf, dass wir nicht wieder mit dem Schwanz hinten da dran hängen bleiben. Also erstmal ein Stück nach vorne fliegen und dann nach oben. So. Auch wenn es lustig ausgesehen hat. Ich sitze, los geht's. Ich möchte es lieber nicht nochmal. Ich möchte es lieber den Heli haben. Den Haha. Den Heli haben. Auch wenn ich vielleicht nicht treffe. Aber versuchen kann ich's. Oh, knapp drüber. Bereit, auf deinen Befehl. Und noch ein Ressourcenkonvoi da hinten. Greife Tangos auf. Bam! Volltreffer. Sehr gut. So, nächste Mission. Nächste Mission. Flugplan nicht. Das Truck Depot. Sind wir noch zu nah dran. Oh, Booster abgelaufen. Dann mache ich... Kriegen wir den Struck Depot jetzt hier? Ja. Wir wissen von einem Depot, das den Überlandschmuggel durch. Dann mache ich das jetzt so ohne Booster. Und dann mache ich Flugplan und aktiviere am Ende den Booster. So sind wir dann direkt wieder im nächsten Gebiet und haben das Maximum dann rausgeholt. Nähern uns dem Truck Depot. Denk daran, Santa Blanca darf nicht erfahren, dass wir hier sind. Es ist stark bewacht. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, um an den Wachen vorbeizukommen. Die Wachen lassen Fahrzeuge des Kartells hinein, ohne sie zu durchsuchen. Das könnte hilfreich sein. Wir könnten zurück zur Straße, ein Auto oder einen Truck entführen und damit reinfahren. Ich habe Kartelltrucks vor dem Depot gesehen. Los geht's. Wir könnten natürlich auf dem Heli über der Basis einfach abspringen. Ich sehe 10. Was viel cooler ist. Nachts ist das einfach. Ach stimmt, wir haben das letztes Mal gemacht mit dem Köder, ne? Ich gehe da mal einen Köder abfeuern. Die Rakete kommt. Zurück, bevor sie dich entdecken. Wir müssen ja jetzt alle hier Richtung Osten gucken, ne? Und mich nicht sehen hier, oder? Warum läuft der hier? Ach, die laufen dahin, woher ich... Sieht nach Fahrplänen und Schmuggel. Scheiße, fuck. Wir suchen. Die laufen dahin, von wo ich das Ding abgeschossen habe. Warum das? Scheiße, jetzt kommen die schon wieder zurück. Was war das denn? Na toll. Warum gehen die denn nicht dorthin? Ah, die haben bestimmt gehört, wie ich das Ding abgeschossen habe. Alter Schwede.
Scheiße. Sie aufgescheucht. Ah, dann war's das jetzt. Finden sie eine Leiche und dann war's das. Zack. Mist!